Herzlich willkommen, Freunde. Wir sind wieder zu Super Mario 64 hier. Ja, das ist der Part 19 und hier ist mein verrücktes Sprungprojekt. Ich hoffe, das funktioniert. Yeah, es funktioniert. So, jetzt gehen wir weiter. Wow, boah, geil, das funktioniert echt. Ich bin ohne Teppich hier hochgekommen. Boah, ist das geil. Das ist geil. Das mache ich nachher nochmal. Und wow, diesmal darf ich hier nicht runterfallen. Boah, geh weg mit deinem komischen Fieder. Und ab in die Kanone. Oh, das ist geil, dass das funktioniert. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Puh, Schwein gehabt, echt. Also das war jetzt schon... Sprung! Boah, ich ignoriere ihn jetzt so, bevor der mich hier runterschmeißt. Ihr seht, der 79. Stern ist hier schon am... Huh, willst du auch mitspielen? Nö, war. Here we go! Na doch, ich glaube, der wollte mitspielen, aber er hat nicht viel zu sagen. So, und jetzt werde ich es gleich nochmal probieren. Das war nämlich verdammt geil und das sah verdammt geil aus. Also, ich bin stolz, dass ich das probiert habe und etwas herausgefunden habe, was ich so zuvor noch nie woanders gesehen habe. Das ist echt Bombe. Und es geht gleich munter weiter, denn ich werde es nochmal probieren. Wenn es nicht klappt, dann schneide ich und werde die Regenbogen-Teppich-Methode benutzen. Und ja, wir kürzen wieder ein bisschen ab. Und klettern und... Komm, Mario, kletter doch mal schneller. Und springen und springen und springen und springen. So, und jetzt werdet ihr sehen, wie ich da überhaupt hinkomme. Ich glaube, das habt ihr jetzt gar nicht gesehen beim Start. Ich stand da schon da. Weil ich das vorher schon einmal probiert habe. Und da bin ich bedauerlicherweise abgestürzt. Weil ich dachte noch, ich muss von dem rotierenden... Riesenkreisel da. Wo ist denn der hin? Hä? Ich seh den gar nicht. Hä? Weg blind? Ach, da oben. Ja, ich dachte, man muss von den komischen Seitenstellen aus auf die blauen Blöcke springen, aber man kann leicht direkt von der Stange da hochspringen und das habe ich vorher gar nicht probiert. Und ich bin nur erstaunt, dass das mit einem Dreiersprung tatsächlich funktioniert. Mann, Mario, du lässt keine Möglichkeit, denn offen zu springen, das ist ziemlich mega cool. Das war knapp. Und jump, jump, nein, verdammt, lande irgendwo. Okay, ach, das war ein Fehler. Ach, ich schneide ganz kurz, bis ich wieder oben bin. Bis gleich. Hallo Freunde, hier sind wir nicht wieder. Ich wollte euch mal die langatmigen und wirklich sehr langsamen Teppichtouren ersparen und... Ja, ihr seht, ich bin jetzt schon wieder hier oben, aber ohne verrückte Versuchsprojekte. Ich unterlasse das jetzt. Ich habe bewiesen, dass es funktioniert und das reicht mir. Ende aus jetzt. Mann, es könnte trotzdem ein bisschen schneller sein. Das wäre fein. Und Mario wird sich nicht langweilen, denn das sollte nicht sein. Wuhuhu. Aber der scheint sich gar nicht zu langweilen. Der hat ja seine Freude. Oh, what? Oh, wie mache ich das jetzt so? Wow, oh, okay. Ah, so geht's auch. Und schauen Sie mal oben und können den Stern da hinten mitnehmen. Aber erstmal kommt eine ziemlich kalte Brise hier. Oh, gleich pengt's ganz groß. Boah, die Münze ist ja am Sturzflug gesprungen. Ey, was willst du denn hier? Aufs Maul, Mann? Oh, fuck, bin hier gesprungen. Nein, 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 nicht... Oh Mann, was ist denn das? Oh, der Wind geht mir auf den Keks. Komm schon. Mann, nur der Wind nervt. Da jetzt so. Endlich ist Ruhe. Dann auf Mario, komm schon. Lauf. Lauf. Puh, oh, hier ist erstmal Ruhe. Jetzt bleibt er natürlich gerade stehen, wenn ich nicht mehr kontrollieren muss. Ist ja voll für den Arsch, Alter. Egal, wir haben den 80. Stern eingesackt. Und ja, vor dem ganzen Schneiden habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich den Part jetzt drehen muss. Das ist ja jetzt Panne. Aber auf jeden Fall ist in der Welt nicht mehr so viel zu tun. Das werde ich jetzt auf machen und dann werde ich den Part beenden. Ach, ich entschuldige mich, die nächsten drei Parts, die ich jetzt hochladen werde, den ist, also 17, 18, 19, werden verdammt seltsam und sehr viel Schnittmaterial vereinzeltes enthalten. Ich hoffe, das stört niemand. Es ist ja dennoch ein zusammenhängendes Video und ja, ich glaube, die Teppich-Wandertouren, ich glaube, die interessieren wirklich nicht wirklich jemanden. Ich will euch ja Langeweile ersparen. Haha, der ist abgestürzt. Aber einmal
Muss das noch sein? Denn ich hab keinen Bock nochmal zu schneiden. Sonst wird's verdammt peinlich für uns. Es sieht so aus, als müsste Mario mal aufs Klo. Und das sieht verdammt grenzlich aus. Ich muss aufhören zu singen, das ist eine ganz böse Angewohnheit. Und dann fange ich dann noch mit der Bahn an, das wäre erstmal scheiße. Immer weggesprengt und schnell wieder auf den Teppich. Er haut uns ab. So, jetzt müssen wir die Rechtsabbiegerkante nehmen. Den schieße ich jetzt nicht über den Haufen, weil letztes Mal, als ich den schießen wollte, hat er mich mit dem Trefferrückstoß hat er mich runtergeschossen und das war ja erstmal scheiße. Meine Fresse, was soll denn das heute hier? Oh nein, ich glaube, ich muss doch nochmal schneiden, so wie es aussieht. Schnell! Juhu! Ja, das ist jetzt doof. Kann ich da nicht irgendwie schneller hoch? Nee, warum musst du wieder mit Teppich fahren? Naja, in dem Fall werde ich in dem Partner die Welt jetzt zu Ende machen. Mann, ich muss schon wieder mit dem Namen Teppich mitfahren. Ist das nicht voll abgefahren? Nein, eigentlich nicht. Ach komm schon, Mario. Hast du keine Flügel oder so? Ich meine, das muss ja wie im DS gab es auch so ein cooles Team, da konnte man sich mit aufblasen. Hat Mario ganz tolle Blähung von bekommen. Das ist richtig übel. Ich kann es kaum abwarten, mir den letzten Stern zu holen, aber ich habe Angst, dass ich so runterfalle, wenn ich jetzt hier wieder übertrieben viel rumspiele. Das ist, wie wir gerade gesehen konnten, schon mal passiert. Zum Glück ist der Teppich wieder da. Das wäre erstmal eine Panne gewesen. Oh, da müsste ich nochmal rein und nochmal raus. Nee, lass mal stecken. Ach, lass mir Wurst in Ruhe, du Vogel. Du gehst mir auf den Keks. Ah, so geht's auch. Jetzt ist Ruhe. Warum habe ich das eigentlich gemacht gerade? So geht's doch auch. So, und das weiß ich, wie man es macht. Ah, Trick Nummer 17 mit Selbstüberlistung. Ich glaube, man braucht die beiden gar nicht. Na egal. Das gibt nur Runterfallgefahr. Jetzt muss ich nochmal weiter mit dem Teppich mitfahren. Das ist doch mal für den Arsch. Gibt's dafür nicht einen höheren Gang? Scheiße, kein Motor dran. Ach, so ein Käse. Komm schon schneller, Mario. Jetzt, ihr seht, der tittert schon ganz ungeduldig hier. Oh ne, oder jetzt kommt das auch noch? Och nö. Ich glaube, jetzt fliegen wir noch eine Außenrunde. Ah, mal ein paar Münzen einsammeln. Sonst fackelt mich das Feuer ab, das ist ganz scheiße. Ja, wir nehmen die Außentour noch mit, anstatt hier gleich nach oben zu gehen. Das erscheint mir so, als ob die letzte Welt unbedingt besonders lange erscheinen sollte. Ja, ist sie damit eigentlich auch, aber ganz witzig finde ich das nicht. Naja. Wie gesagt, ein, zwei Kritikpunkte gibt's ja immer. Ja, und die Teppichtouren sind wirklich ein bisschen langatmig. Der könnte ein Mühe schneller sein, der wäre eher so eine Art Achterbahnfahrt oder so. Aber nein, er muss ja auch nicht Schneckentempo haben. Waha, genau. Schnell ruf da. Ja, wir sind gleich fertig mit den Nerven. Ja, damit bin ich schon lange fertig. Oh, hier drin ist die Kamera ausgeblockt, Alter. Ist ja mies. Bevor das Feuer mich abfackelt, habe ich gerade mal ein bisschen rumgespielt. Der Teppich steigt auf. Oh. Wow. Wie cool. Wir sind gleich fertig mit der Welt. Das finde ich echt super. Und schnell abgesprungen hier. Oh, das Leben ist, nehme ich mir jetzt mit. Als extra Bonus hier. Und der letzte Stern der Welt. 81 sind unser. Oh ja, übrigens, wir haben jetzt zwei Drittel des Spiels durch. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Haha. So, Leute, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange jetzt der Part wird, aber ich will es ja nicht übertreiben. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, viel Spaß mit dem Schnittmuster. Und bis dahin, ciao. Viel Spaß.